Moin und herzlich willkommen zu der sechsten und letzten Folge des Kurses Durchdachter Glaube. Heute heißt die Überschrift Aus und in einer Tradition leben. Und während wir in den letzten fünf Folgen sehr spekuliert haben, also hauptsächlich ich, über Gott und die Welt und was die miteinander zu tun haben, geht es heute um ziemlich handgreifliche Angelegenheiten, nämlich um die christlichen Kirchen, wie sie tatsächlich existieren. Ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick geben über die Konfessionsfamilien, die es im Christentum so gibt. Statistisch zählen wir zurzeit auf der Erde ungefähr 2,3 Milliarden Christen. 2,3 Milliarden, man muss dazu sagen, dass bei vielen muss man einfach dazu bedenken, dass in vielen Konfessionen schon Kinder getauft und damit einer Kirche halt eingegliedert werden und sie nur in wenigen Ländern, wie in Deutschland, wieder die Möglichkeit haben, aus der Statistik herauszukommen. Also das gilt es immer dabei zu bedenken. Aber immerhin, gut, also 2,3 ungefähr Milliarden Christinnen und Christen auf der Erde, ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung. Und wenn man so ganz grob das Christentum in Konfessionsfamilien einteilt, dann hat man einmal die orthodoxen Kirchen, die katholischen Kirchen, ganz hauptsächlich die römisch-katholische Kirche, in Deutschland vielleicht noch zu erwähnen die altkatholische Kirche, die halt 1870 das Dogma von der sogenannten Unfehlbarkeit des Papstes und seinem Durchgriffsrecht in die Machtbereiche aller Ortsbischöfe nicht mitgemacht hat und gesagt hat, wir bleiben am Alten, darum altkatholisch. In Deutschland kann man sich einfach merken, dass in der altkatholischen Kirche eigentlich das umgesetzt ist, was sich so insgesamt an der katholischen Basis ungefähr 80% der Menschen wünschen, wäre so meine Einschätzung. Das spielt weltweit gesehen in den Zahlen keine große Rolle. Die altkatholische Kirche ist allerdings schon wesentlich länger als die römisch-katholische an Ökumene sehr interessiert und führt da, hat er viele Gespräche geführt. Das haben wir mittlerweile auch in der römisch-katholischen Kirche, das kam allerdings später. So viel dazu. Die katholische Kirche und dann natürlich die evangelischen Kirchen. Ich habe sich hier gleich noch einmal unterschieden in Lutherisch und Reformiert. Das sind so zwei Bekenntniszweige in der evangelischen Kirche. Die lutherische Kirche, wo so als Schlüsselfiguren in der Reformation Martin Luther oder auch Philipp Melanchthon zu nennen sind. Oder die reformierte Kirche. Da wären Zwingli und Calvin zu nennen, auch Bucer. Damit erschöpft sich die evangelische Kirche noch nicht, aber das ist jetzt aus deutscher Sicht einmal gesehen so die hauptsächliche Unterteilung. Es gibt dann eigentlich auf Druck des preußischen Staates einige evangelische Kirchen in Deutschland, die sich zusammengefunden haben, dann zu einer unierten Kirche, so mit dem besten aus beiden Bekenntnissen, oder auch nur als Dach für Gemeinden, die dann lutherisch oder reformiert verbleiben konnten. Die Ordnung oder die Reihenfolge, in der ich diese Konfession hier aufgeschrieben habe, die hat durchaus was zu besagen. Denn in diesem Schema kann man ganz grob sagen, je weiter es nach links geht, in die Richtung der orthodoxen Kirchen, kann man sagen, es wird feierlicher, reicher an Symbolen, auch ritueller oder Kritiker, Kritikerinnen würden sagen, ritualistischer, formalistischer vielleicht. Und je weiter sie nach rechts kommen, gerade sehr stark im reformierten Bereich, haben sie eine Konzentration
auf das Wort. Das heißt also alles, alles an Bildern, an Kunst, auch an starken Riten und so, wird eigentlich als potenziell eher ablenkend kritisch beäugt, und man guckt wirklich stärker auf das Wort. So stark, dass mancher aus den anderen Konfessionen den Reformierten zurufen möchte: Denkt dran, das Wort ist Fleisch geworden. Ne? Es ist nicht Wort geblieben. Wort geblieben ist es auch, aber es ist eben Fleisch geworden. Es hat halt eine Gestalt angenommen. Auf reformierter Seite einfach ein großer Ernst und eher eine große Gewissenhaftigkeit, was einfach auch das Ausrichten am Wort Gottes, wie es Niederschlag gefunden hat in der Heiligen Schrift, ausmacht. Gut, das erstmal als grobe Einteilung. Wir kommen dann noch zu späteren Feinheiten gleich, um überhaupt einen wesentlichen Bereich der christlichen Kirchen verstehen zu können, ist es wichtig, dass wir uns ein wenig beschäftigen mit dem, was man die apostolische Sukzession nennt. Hier habe ich hier schon mal trickreich unter diesem Blatt hier verborgen, apostolische Sukzession. So, was ist jetzt die apostolische Sukzession? Sie sehen hier so 12 Bischofsmützen, oder vielleicht sind es auch Zungen des Heiligen Geistes, je nachdem, wie man es deuten möchte. Das bezeichnet zunächst einmal die 12 Apostel, die halt sowohl Zeugen des Lebens Jesu gewesen sind, wie auch Zeugen seiner Auferstehung. Judas ist schon nicht mehr dabei. Gar nicht eigentlich deshalb, weil er Jesus verraten hat, wie es heißt, sondern einfach, weil er nicht Zeuge der Auferstehung geworden ist, weil er sich vorher eben schon getötet hat, tragischerweise. An seine Stelle ist dann Matthias gewählt worden und dem Apostelkollegium, dem Kollegium der 12, eingegliedert worden. Apostolische Sukzession heißt nun, okay, man geht davon aus, diese 12 haben irgendwie die Welt, in die Botschaft Jesu in die Welt gebracht und haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch noch weitere Menschen eingesetzt mit dem apostolischen Amt. Die dann in dieses Netz eingefügt wurden, dieses Beziehungsnetz der Verkündigungszeugen. Paulus gehört irgendwie auch dazu. Paulus berief sich darauf, er hat selbst eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt, und dann haben die Hauptapostel Petrus und so weiter die Hand gegeben als Zeichen, dass er aufgenommen ist in diese Gemeinschaft, also dass sie das anerkennen, seine Mission. Wir lesen es auch in den Paulusbriefen oder in der Apostelgeschichte, wenn dann halt so ein Apostel, Paulus war sehr reisefreudig, wenn die irgendwo hinkamen, wo noch keine Gemeinde existierte, dann gründeten sie dort eine Gemeinde und setzten dort auch wieder Leute unter Handauflegung und Gebet in das apostolische Amt ein und so weiter. Eigentlich dachte so die erste Generation von Christinnen und Christen, naja, es kann ja nicht lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Wie wir heute wissen, hat das sich etwas hingezogen. Und es sind dann durchaus eigentlich alle irgendwann gestorben. Da ist also eine Lücke in diesem Netz. Und was geschah dann im Laufe der Zeit? Dass ein Apostel, der halt gerade auf der Durchreise war oder so, als die Kirche schon etwas etabliertere Strukturen hatte, dass die halt dann die Nachbar, Bischöfe, sagte man dann, von dem
griechischen Wort Episkopos. Episkopein ist so das Verb, auf etwas draufschauen, den Überblick haben. Ne? Diese Bischöfe, wurden dann halt neue Bischöfe eingesetzt, wo halt diese Stelle vakant geworden war. So. Und dann starben wieder andere. Und es war durchaus unterschiedlich, wie diese Lücken halt nachbesetzt wurden, ob halt durch Wahl der Gemeinden vor Ort, durch Wahl der Amtsträger vor Ort, der anderen oder der umliegenden Bischöfe. Auf jeden Fall wurden dann wieder neue Bischöfe bestellt unter Handauflegung und Gebet. Das ist ein Vorgang, wo wir ja Indizien schon im Neuen Testament für finden und den wir im zweiten Jahrhundert nach Christus regelmäßig belegt finden. Anfang des zweiten Jahrhunderts hatte sich ja dieses Bischofssystem auf jeden Fall etabliert. Was es vorher gab, wissen wir nicht genau. Das ist allerdings ja auch nicht besonders viel Zeit, die da noch vor ist. Und Anfang des zweiten Jahrhunderts war es noch so, dass es durchaus an einem Ort mehrere Bischöfe geben konnte. Ende des zweiten Jahrhunderts haben wir dann das System, dass dann an jedem Ort, praktisch in den größeren Städten, in denen das Christentum vertreten war, es jeweils einen Bischof gab. Als dann im 4. Jahrhundert das Christentum im Römischen Reich erst erlaubte und später staatlich ja empfohlene und unterstützte Religion, Staatsreligion wurde, da war es auch nötig, dass irgendwie ja auf den Dörfern Gottesdienst, Eucharistie, Abendmahl gefeiert werden konnte. Und da ginge man dann hin und die Bischöfe bestellten dann halt die Ältesten, die es da gab, die Presbyteroi, ja, auch zu solchen Menschen, die halt einer solchen Feier vorstehen konnten und Leitungsaufgaben übernehmen konnten. Diese Presbyteroi hatten aber nicht die Aufgabe und auch nicht die Vollmacht, dieses apostolische Amt weiterzugeben, sondern bei denen war praktisch Endstation. Weitergegeben wurde das Amt der Bischöfe und so zur Unterstützung, damit auch Gottesdienste in der Fläche gefeiert werden konnten, setzte man dann eben diese Presbyter ein. Anfangs in den Schriften des Neuen Testaments sind so der Begriff des Vorstehers, des Episkopos und des Ältesten, des Presbyteros noch nicht sorgfältig unterschieden. Das ändert sich aber dann schon bald und im 4. Jahrhundert ist klar, dass es sich da ganz eindeutig um unterschiedliche Funktionen handelt. Das heißt also, Presbyter ja, können die Eucharistiefeier leiten und ja, einige andere Leitungs- und sakramentale Funktionen halt wahrnehmen. Weitergeben können das apostolische Amt nur die Bischöfe. Und ja, heute beruft sich die katholische und auch die orthodoxen Kirchen darauf, dass eigentlich durch die Jahrhunderte hinweg dieses Amt so weitergegeben wurde. Heißt es also im Prinzip heutzutage jeder Bischof auf der Welt sich zurückführen kann über ein Beziehungsnetz von Bischofsweihen auf die Apostel, theoretisch. Kritiker wenden halt ein, dass jetzt in der Praxis betrachtet kein Bischof weiter zurückkommt in der Zurückverfolgung seiner Weihesukzession, also der Aufeinanderfolge von Weihen, als halt bis ja ins Hochmittelalter. Und ja, dass es davor einfach gar nicht so stringent nachweisbar ist. Oder es wird auch hingewiesen darauf, dass es
auch Ausnahmefälle gab, dass also der Abt eines Klosters, der gar nicht selbst Bischof war, im Mittelalter, dass man Belege hat, dass er Diakone geweiht hat, was eigentlich ja einem Bischof vorbehalten gewesen wäre. Oder man weiß von einer kleineren orthodoxen Kirche, dass es da irgendwann keinen Bischof mehr gab, sondern nur noch Priester, und diese Priester zusammen haben einen neuen Bischof eingesetzt. Auf solche Fälle wird häufig verwiesen von Menschen, die halt die Ausschließlichkeit dieses Systems der apostolischen Sukzession halt in Frage stellen. Und sie machen darauf aufmerksam, dass halt so in der ersten Zeit, sagen wir mal Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, man gar nicht genau darüber informiert ist, ob es schon immer so abging oder ob es nicht auch andere Modelle gab der Gemeindeleitung, vor allen Dingen aber auch der sakramentalen Vollmacht. Also die Frage, wer darf zum Beispiel die Eucharistiefeier leiten. Heute eine ganz wichtige Frage, die umstritten ist, gerade auch zwischen katholisch und orthodox auf der einen Seite, den evangelischen Kirchen auf der anderen Seite, wo halt die katholischen orthodoxen Kirchen darauf bestehen, dass die Eucharistiefeier gefeiert werden kann, nur entweder von einem Bischof oder von einem Priester, der halt von einem Bischof geweiht worden ist, die also von daher alle in dieser Sukzession stehen. Das Wort Priester übrigens, genau wie das Wort Bischof vom Episkopos kommt, kommt das Wort Priester von Presbyteros, der Älteste. Ja, und die Einstellung zu dieser apostolischen Sukzession, stellt also ja heute noch ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den verschiedenen Konfessionen dar. Von den orthodoxen und katholischen Kirchen wird das, gerade so die römisch-katholische Kirche nimmt, sehr strikt als als wirklich Voraussetzung angesehen, dass halt diese apostolische Sukzession vorhanden ist. Es gibt im evangelisch-lutherischen Bereich auch Kirchen, die da immer schon Wert drauf gelegt haben oder wieder Wert drauf legen. Das sind besonders die skandinavischen und baltischen Kirchen, allen voran die evangelisch-lutherische Kirche von Schweden, die also sagt, ja, die apostolische Sukzession ist für uns wichtig. Sie stellt für uns den Regelfall dar, wie halt geistliche Vollmacht weitergegeben wird. Aber sie sagt, sie kann sich vorstellen, dass es eben auch Ausnahmen gibt, dass eben auch das geistliche Amt anders weitergegeben wird. Hält sie also durchaus für möglich und wahrt so in gewisser Weise die Gemeinschaft innerhalb auch des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses. Insgesamt, wenn Sie so auf die lutherische Kirche zum Beispiel in Deutschland gucken, gibt es da auch Strömungen, die die apostolische Sukzession schon als ein Unterpfand dafür, dass eben auch die Lehre ja immer zuverlässig tradiert wird, betrachten. Allerdings machen dann im lutherischen Bereich viele auch darauf aufmerksam, dass es ganz ursprünglich, ne, denken Sie an das erste Jahrhundert, gar keinen Unterschied gab zwischen dem Episkopus und dem Presbyteros. Das heißt also, sie gehen davon aus, dass das geistliche Amt auch auf Ebene der Pfarrerinnen und Pfarrer weitergegeben werden kann. Pfarrerinnen und Pfarrer, Sie sehen schon, da haben wir dann auch Frauen mit im Spiel, die es im evangelischen Bereich gibt. Auch in der Kirche von Schweden gibt es Bischöfinnen, etwas, was die römisch-katholische und die orthodoxen Kirchen nicht als rechtmäßig oder auch nicht als überhaupt möglich zurzeit noch akzeptieren.
Es gibt auch dort, wo in den lutherischen Kirchen dieses Moment der Sukzession jetzt auf Ebene der Pfarrerinnen und Pfarrer hochgehalten wird, sieht man aber durchaus die Möglichkeit, dass ähnlich wie bei einer Nottaufe auch jeder die Taufe spenden kann, sodass das also auch im Notfall jeder Christ, jede Christin halt das Abendmahl feiern könnte. Im reformierten Bereich, Sie merken schon, es passt dazu, reicher an Symbolen, ritueller, feierlicher, nüchterner, stark auf das Wort ausgerichtet. Im reformierten Bereich hält man die apostolische Sukzession für nicht besonders notwendig, sondern denkt, ja, Hauptsache, wir verbleiben in einer inhaltlichen und geistlichen Sukzession und behalten einfach treu das Evangelium bei. Und ob das nun über eine Kette, über ein Netz von Amtsträgern geht oder auf andere Art und Weise, das ist eigentlich zweit- oder drittrangig. Für die reformierten Kirchen, dazu zählen auch die presbyterianischen Kirchen, übrigens, um es mal gesagt zu haben, also die Kirche von Schottland zum Beispiel. In den reformierten Kirchen ist dann das geistliche Amt stärker eine Gemeindefunktion, die also aus der Gemeinde erwächst und von der Gemeinde verliehen wird. So könnte man es grob skizzieren. Ich habe eben gesagt, hier im evangelischen Bereich, da fehlt noch was außer lutherisch und reformiert. Es gibt oder gab schon im Reformationszeitalter einen dritten Flügel der Reformation, die täuferischen Kirchen, die sich täuferisch weist darauf hin, darauf bezogen, dass halt Christ nur sein könne, wer sich halt persönlich mit seinem persönlichen Glaubensbekenntnis dazu verpflichtet, und die deshalb die unmündigen Taufe gerade von Säuglingen und kleinen Kindern abgelehnt haben. Und auf diesen Zweig der Reformation gehen halt die Freikirchen zurück, die ansonsten in der Lehre ja sehr dem reformierten Bekenntnis verwandt sind. Und gerade auch, was ich sagte über die Frage der kirchlichen Ämter, die also auch kirchliche Ämter und Funktionen ganz klar als von der Gemeinde entdeckte und aus der Gemeinde kommende Funktionen halt sehen, die auch nicht unbedingt permanent sein müssen, sondern die auch wieder dann auf Zeit sein können und dann an andere Leute delegiert werden. Dass jetzt freikirchlich da rechts so an den Rand geklatscht ist, das ist ein bisschen der Lage hier in Deutschland geschuldet. Aber vertun Sie sich nicht, wenn man guckt, welches weltweit die größte evangelische Konfessionsfamilie ist, dann ist das die baptistische Kirche. Ne? Die Baptisten sind weltweit die größte evangelische Kirche. Gerade wenn man halt da fairerweise dann auch mitrechnet, die ganzen Kinder und so, die da mit in den Gottesdiensten und mit im kirchlichen Unterricht sind, obwohl sie nach freikirchlichem Verständnis natürlich noch nicht Gemeindeglied sind, weil sie noch nicht mündig sind, um halt selbst sich zum Glauben zu bekennen. Also wenn man die noch alle mitzählt, dann ist ganz klar die baptistische Kirche am größten. In Deutschland die größte Kirche halt nach der römisch-katholischen Kirche und nach den Kirchen der EKD, in denen halt lutherische, reformierte und unierte Kirchen zusammengefasst sind, ist die neuapostolische Kirche. Und damit kommen wir zu einer ganz kleinen Konfessionsfamilie, die hier gar nicht mehr auftaucht, weil sie im Weltmaßstab zahlenmäßig keine große Rolle spielt. Ich will sie aber trotzdem da kurz erwähnen. In Deutschland sind das so gut 300.000 Mitglieder, die die Neuapostolische Kirche hat. Es gibt noch verwandte apostolische Kirchen, zum Beispiel die katholisch-apostolische Kirche wäre zu nennen, die Apostolische Gemeinschaft, Apostelamt Juda,
Kann sein, dass es heutzutage anders heißt. Da bin ich im Moment mir unsicher. Das weiß ich nicht genau. Also die ja, spielen in Deutschland in den Statistiken eigentlich eine große Rolle. Und gerade die Neuapostolische Kirche, die sich in den letzten oder in vergangener Zeit eher etwas ferngehalten hat aus dem ökumenischen Dialog, ja, lässt da eine deutliche Annäherung und ein ökumenisches Interesse erkennen in den letzten Jahren oder so, im letzten Jahrzehnt, kann man mal sagen, so seit 2012 so ungefähr. Und das ist natürlich sehr schön. Also unter freikirchlich sei hier einfach auch ja, mit subsumiert die apostolischen Kirchen. Ich schreibe sie nicht extra auf, weil wir sonst halt im Weltmaßstab hier eine Ungleichgewichtung halt rein kriegen würden. Ich kann gerade mal so Zahlen nennen. Die katholische Kirche umfasst also rund 55% der Christinnen und Christen auf der Welt. Die orthodoxen Kirchen, und dazu sind auch die, darunter sind noch die gezählt, die man manchmal noch die altorientalischen Kirchen nennt, die also wie etwa die äthiopische oder die koptische Kirche nicht alle sieben Konzilien mitgemacht haben, die orthodoxe und die katholische Kirche miteinander verbindet. Naja, im Übrigen auch die evangelischen Kirchen, denn die waren ja da auch noch mit bei. Da gab es ja diese Spaltung zwischen evangelisch und katholisch noch nicht. Die orthodoxen Kirchen halt insgesamt kann man beziffern, ja, mit ungefähr 10% des Christentums auf der Welt. Den ganzen evangelischen Bereich hier mit 20%. Und noch nicht genannt habe ich die mit 5% wären die zu nennen, den Bereich der anglikanischen Kirchen. Zu denen auch die episkopalistischen Kirchen gehören. Da merken Sie schon, episkopalistisch, das heißt, da spielt auch das Bischofsamt eine Rolle. Die legen auch ja, Wert auf apostolische Sukzession. Ich habe die anglikanische Kirche darüber geschrieben, mit so einem großen Pfeil, weil die Gemeinden sehr unterschiedlich sein können. Es gibt sehr stark eigentlich ja, katholisch ausgerichtete anglikanische Gemeinden, aber in derselben Kirche eben auch eher reformierte Ansätze, was durchaus zu Spannungen führt, gerade in diesen Fragen, ja, wie halten wir es mit den Sakramenten, wie halten wir es mit der apostolischen Sukzession, wie wichtig ist das, wie ausschließlich muss das Wort Gottes im Gottesdienst sein, ja, was ist, wie sieht es aus mit Kunst in der Kirche und so weiter. Das alles kann da eine Rolle spielen. Anglikanische episkopalistische Kirchen machen halt weltweit ungefähr 5% aus. Damit sind wir schon, glaube ich, bei 90%. Und jetzt kommt eine ganz große Konfessionsgruppe, die ich bisher zurückgehalten habe, weil sie das ganze schöne Schaubild hier mit feierlicher in die eine Richtung, nüchterner in die andere Richtung halt einfach ja, aushebelt. Das sind die charismatischen und pfingstlerischen Kirchen. Für die habe ich jetzt kaum Platz, aber das ist charismatisch pfingstlerisch. Und der Name lässt es schon ein wenig erahnen. Das sind Gemeinden, die ja stark auch auf die, auf das Wirken des Heiligen Geistes, auch auf die, ja, auf Gaben des Heiligen Geistes, auf Wunder, auch auf Reden in fremden Sprachen, auf spontane Krankenheilungen und so weiter, auch auf ja, prophetische Eingebungen Wert legen. Hier gibt es teilweise
charismatische Gemeinschaften gibt es im Bereich auch der katholischen und evangelischen Kirche. Aber es ist sehr stark auch ein sehr zersplittertes Kirchenspektrum, das halt eigene Gemeindegründungen hervorbringt, die auch ja in sehr unterschiedlichen Gemeindeverbünden oder teilweise eben tatsächlich auch in sehr vielen Einzelgemeinden einfach vorliegen. Und die charismatischen und pfingstlerischen Kirchen sind die, die zurzeit am stärksten wachsen. Sie machen schon 25% der Christinnen und Christen halt weltweit aus, sind damit eigentlich größer als der gesamte Bereich der traditionellen evangelischen Kirchen. Ne? Also das bitte haben Sie vor Augen. Innerhalb der evangelischen Kirche ist die baptistische Kirche die größte. Aber größer als alle evangelischen Kirchen zusammengenommen, wenn man sie davon unterscheidet und da nicht subsumiert, sind tatsächlich die charismatischen und die pfingstlerischen Kirchen mit einem Anteil von 25% oder mittlerweile wahrscheinlich mehr. In absehbarer Zeit wird damit gerechnet, dass rund ein Drittel des weltweiten Christentums halt zu diesen Gemeinden zählt. Damit wären wir dann, wenn man halt alle Zahlen zusammenzieht, bei 115% Christenheit insgesamt. Das liegt, also rausgerechnet sind eigentlich schon die charismatischen Gemeinschaften innerhalb der katholischen evangelischen Kirche, die zählt man natürlich statistisch dann unter ihrer Herkunftskonfession, zu der sie ja weiterhin gehören, mit der sie ja auch in voller Kirchengemeinschaft sind, halt zusammen. Aber selbst wenn man halt alles gut voneinander trennt und dann die einzelnen Prozentzahlen summiert, dann kommt man weltweit immer noch auf 115%. Und das kann teilweise natürlich seine Ursachen ungenauen Statistiken haben oder dass manche Kirchen vielleicht etwas stärker nach oben aufrunden bei ihren Mitgliederzahlen. Aber der stärkste Effekt ist da tatsächlich der, den ich eingangs schon erwähnt habe, dass man einfach sich im Weltmaßstab betrachtet bei den meisten Kirchen nicht abmelden kann, wenn man einmal dabei war. Also Kirchenaustritt, sowas wie es in Deutschland gibt, gibt es halt nur in wenigen Ländern. Und so haben sie gerade in Südamerika zum Beispiel das Phänomen, dass viele Menschen noch als Mitglieder der römisch-katholischen Kirche gezählt werden, die aber gleichzeitig erfasst sind als Mitglieder halt von Pfingstgemeinden. Das ist ein ganz großer Effekt, der dazu führt, dass wir in der Aufaddierung der einzelnen Anteile über 100% weltweit kommen. Und das heißt nicht einfach nur, dass die jetzt dummerweise nicht aus der katholischen Statistik rausgekommen sind, sondern es gibt auch in einem gewissen Umfang auch Menschen, die bewusst Doppelmitgliedschaften aufrechterhalten, die also in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten als Mitglieder der katholischen Kirche weiterhin agieren, sich aber auch ansonsten in pfingstlerischen Gottesdiensten beteiligen, engagieren, dort auch Mitglied sind. Und das ist diese Überschneidung in Südamerika zwischen katholisch und pfingstlerisch ist, glaube ich, die Hauptquelle für Doppelmitgliedschaften. Es gibt sie vereinzelt auch noch in anderen Bereichen, die wir jetzt aber nicht unbedingt hier ausführen müssen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich da jetzt in diesem groben Überblick etwas vergessen habe. Ansonsten, Sie wissen ja, es gibt, oder vielleicht wissen Sie auch nicht, dann sage ich es Ihnen jetzt, es gibt einen Begleitordner, den Sie unten in der Videobeschreibung finden, wo halt einige Dokumente eingestellt sind zu dieser sechsteiligen Reihe, den ich auch nach und nach ergänzen werde im Lauf der nächsten Zeit. Und nächste Zeit kann durchaus dann auch schon mal Jahre heißen, weil es einfach nicht meine Hauptaufgabe ist, meine Hauptarbeit, diesen Ordner zu ergänzen. Also schauen Sie gerne, wenn Sie, je nachdem, wann Sie
diese Videos hier gucken, wenn Sie sie nochmal gucken, schauen Sie halt gerne nochmal in die Ordner, was halt da an Material hinzugekommen ist. Auf jeden Fall schon eingestellt habe ich Ihnen da zwei Blätter, einmal die christlichen Konfessionen, einen Überblick und einmal auch hier ein Blatt, wo unten nochmal die apostolische Sukzession hier erläutert ist und wo auch so die verschiedenen Akzentsetzungen zu sehen sind. Es geht ja eigentlich immer um die Frage, wie erhalten wir nach fast 2000 Jahren Anschluss an Christus? Und bei den evangelischen Kirchen ist halt ganz wesentlich, halt authentisch die frohe Botschaft zu vermitteln und deshalb halt auch stärker die Ausrichtung aufs Wort und so. Immer mit der Gefahr, die Erlösung da auf Information zu verkürzen. Wie gesagt, die Gefahr, das ist jetzt nicht eine Beschreibung von mir, nur wenn ich halt so die Gefährdung aufzähle, die halt diese einzelnen Akzente haben, dann wäre das die Gefährdung, die ich da sehe. Beim charismatischen Akzent, der übrigens auch in der orthodoxen Kirche noch einmal tatsächlich verstärkt eine Rolle spielt, der charismatische Akzent geht davon aus, offen zu sein für das Wirken des Heiligen Geistes heute. Und so, ja, eine Unmittelbarkeit Gottes einfach auch ins Leben und ins eigene Leben zu spüren. Da ist die Gefahr, wie man sich denken kann, ein starker Subjektivismus, der keine von außen kommenden Überprüfungen akzeptiert. Wie gesagt, auch das ist jetzt nicht meine pauschale Zuschreibung an diesen Bereich von christlichen Gemeinden, sondern einfach die Gefahr, die ich sehe, dass halt einfach eine Gemeinde dann hingehen kann, sich ja sektenhaft abschließt und sagt, ja, wir hören eigentlich hier in unseren Gottesdiensten immer prophetische Worte von verschiedenen, die aber nicht mehr bereit sind, im großen ökumenischen Kontext auch diese Offenbarungen einzuordnen. Darum ging es ja in unserer letzten Folge auch, wie Tradition und Offenbarung in einem Wechselspiel und auch als gegenseitiges Korrektiv halt fungieren können. Der katholische Aspekt, der auch in der orthodoxen Kirche halt stark ist, ist eben der des sakramentalen Lebens. Dass es Sakramente gibt, die Zeichen, Taufe, Abendmahl bzw. Eucharistie, ist nicht so, als wüsste ich die anderen nicht, aber die nenne ich mal gerade, weil die halt auch in den evangelischen Kirchen akzeptiert sind. Da ist der Umgang oder der Blick darauf in den evangelischen Kirchen ja stärker, gerade im reformierten Bereich. Okay, das sind halt ja Handlungsaufträge, die wir vom Herrn Jesus Christus empfangen haben, die wir darum auch ausführen, die irgendwie eine, sagen wir mal, noch eine etwas andere Art und Weise sind, das Wort zu verkünden. Ne? Wohingegen im katholischen und orthodoxen Bereich die Sakramente wirklich wichtige Strukturelemente für den Aufbau des mystischen Leibes Christi bilden und auch stark voneinander abhängen, weil halt manche Sakramente, eben die Feier der Eucharistie, auch die Taufe jetzt gerade nicht, die kann eben jeder und jede spenden, aber meinetwegen das Bußsakrament, also Beichte, das Sakrament der Versöhnung und so sind eben gekoppelt an die Person des Priesters und können nur von jemandem, der die Priesterweihe, wieder von einem Bischof, der in der apostolischen Sukzession steht, weiter gespendet werden. Ne? Da sehen Sie also schon, wie sich da ein sakramentales Gebäude aufbaut, das halt auch manchmal aus evangelischer, gerade aus reformierter Sicht etwas skeptisch beäugt wird und für ritualistisch gehalten wird, wo aber die orthodoxen und die katholischen Kirchen sagen, nein, nein, das ist gerade etwas, was wir für einen wesentlichen Bestandteil halt zum Aufbau des mystischen Leibes Christi halten und was wichtig ist, um heute immer noch authentisch eben Christentum leben zu können. Sakramente, nochmal zur Erinnerung, Sakramente sind Heilszeichen, die halt
wo halt an bestimmten einfachen Elementen wie Wasser, wie Brot, wie Wein halt Gottes Heil für diese Welt deutlich handgreiflich wird. Was aber nie heißt, dass Gott beschränkt ist auf die Sakramente. Wir hoffen und wir glauben in den katholischen orthodoxen Kirchen besonders und ja in den anderen Kirchen, die halt Sakramente verwalten, natürlich auch in gewisser Weise, dass Gott schon seine Zusage, ja sein Heil auch uns zu schenken, an diese Zeichen gebunden hat, dass da wirklich diese von uns erlebte Distanz zwischen Gott und Mensch sehr dünn ist und wir sie da leichter durchschreiten können. Das heißt aber nie, dass Gottes Heil exklusiv daran gebunden ist. Gott ist nicht an Sakramente gebunden, um irgendjemandem halt auf der Welt sein Heil zu schenken. Genau wie die Kirche. Die Kirche versteht sich als Grundsakrament, einfach auch als wahrnehmbares Zeichen für das, was halt Gott durch Christus hier in der Welt ins Werk setzen will und ins Werk gesetzt hat, um das halt deutlich zu machen, klar vor Augen zu stellen. Das heißt aber nicht, dass halt mit der Kirche dass die Geschichte von Gottes Reich, von Gottes Heil und die Geschichte auch des mystischen Leibes Christi halt steht und fällt, sondern all das ist noch größer. Wie gesagt, Kirche ist da auch wieder der handgreifliche, der sichtbare, der sakramentale Teil dessen. Ja, das können Sie im Einzelnen, wenn Sie mögen, noch einmal auch auf diesem Blatt hier nachlesen. Ich würde sagen, für diese sechste Folge und damit insgesamt für diese sechsteilige Reihe Durchdachter Glaube soll das genügen. Danke für Ihre Geduld, wenn Sie von Anfang bis jetzt halt durchgehalten haben. Und verweise Sie eben nochmal auf den Materialordner, den ich im Laufe der Zeit ergänzen möchte. Ich bin mir ziemlich sicher, und das ist mir auch teilweise selbst aufgefallen, dass natürlich der ein oder andere Fehler in meinen Videos hier ist, kleinerer Natur. Wenn jetzt grobe Sachen drin vorkommen, kann es sein, dass ich die dann im Laufe der Zeit nochmal neu aufnehme. Aber so, um kleinere Dinge zu korrigieren oder zu ergänzen, oder wenn ich merke, da ist etwas unklar oder da ist irgendwas von mir noch gar nicht gesagt worden, dann würde ich Sie einfach darum bitten zu gucken, ob da im Laufe der Zeit in dem Materialordner etwas zu auftaucht. Das war's. Ja, ich hoffe, mit dieser Reihe Durchdachter Glaube konnte ich Ihnen einen kleinen Einblick in den christlichen Glauben geben. Wenn Sie andere Leute kennen, wo Sie meinen, diese Art einfach der akademischen, etwas abstrakten, spekulativen Einführung könnte was für die sein, empfehlen Sie es gerne weiter. Und ja, ich wünsche Ihnen und mir, dass wir uns irgendwann mal im Himmel wiedersehen, natürlich. Und bis dahin einfach bleiben Sie behütet.